Und damit herzlichst willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4. Ja, nach dem Russland-Let's Play wurde ich schon, oder während des Russland-Let's Plays, wurde ich schon einige Male gefragt, wie es aussieht, ob ich vielleicht eine zweite Runde dranhängen würde. Und naja, da sind wir nun. Damit das Spiel eh so ohnehin so viel Spaß macht, ja, klar, warum denn nicht? Und ja, wir spielen hier den Deutschen Orden, befinden uns schon im Jahre 1520 und ich wurde vom werten Trombonosses auf das hier aufmerksam gemacht, denn diese Map spielt schon ein anderer Let's Player, Steinwallen LP. Da er allerdings mit Let's Playen aufgehört hat, ja, fehlte hier oder fehlt im Deutschen Orden ein würdiges Ende und ja, jetzt versuche ich mich mal daran, dieses zu beenden. Naja, haben wir noch sehr viel Zeit. Mal schauen, was draus wird. Bin schon mal sehr gespannt. Ich habe noch gar nicht großartig reingeschaut in das Ganze hier. Von daher würde ich sagen, wir machen uns gerade mal einen schönen Überblick. Was haben wir denn da? Schweden in panischer Flucht. Okay, da gab es wohl einen Krieg. Und da drüben sind einige Rebellen unterwegs. Gut, machen wir mal die politische Karte rein, dass wir ein bisschen was sehen. Also der Deutsche Orden, ja, ist doch schon mal recht groß. Interessant, interessant, interessant. Fangen wir mal von ganz vorne an. Wir haben oder werden im Namen von Kirchenmännern regiert. Interessante Angelegenheit. Hatte ich bisher auch noch gar nicht. Oh stimmt, wir haben gar keine Legitimität. Interessant. Militärisches Geschick 0, das ist natürlich eher schlecht. Naja, gut, in Ordnung. Machtzuwachs geht einigermaßen. Den Kerl mag ich ja schon mal gar nicht. Der kostet auch 7,1. Nationale Reserve. Klingt, denke ich, vernünftiger, ist auch günstiger. Dann können wir uns hier oben noch einen leisten. Dann machen wir Produktionseffizienz, da macht er sich nicht wirklich bezahlt. Stabilitätsmodifikator. Machen wir das. In Ordnung. Gut, ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Wie wird der gewählt, der nächste? Ich weiß das gar nicht. Na, lassen wir uns mal überraschen. Können wir da eigentlich noch was anderes machen? Nee. Okay. Was kriegen wir jetzt eigentlich hier? Warenglauben plus 2, Heretiker minus 2 und Papsteinfluss ein bisschen dazu. Okay, die diplomatischen Angelegenheiten. Diplomatisch sind wir voll. Feinde Böhmen, Dänemark und Moskau. Rivalen für uns Novgorod, Dänemark und die Ukraine. Ah ja. Frieden mit dem Byzantinischen Reich sowie der Ukraine. Ungarn, Polen und Brandenburg, da verbessern wir die Beziehungen hin und Ungarn und Hansebund verbessert die, nee, nicht Ungarn, die Ukraine und der Hansebund verbessern die Meinung mit uns. Bündnispartner Schweden, Ungarn und Frankreich, oh cool. Polen ist in einer Koalition gegen uns, solange sie alleine sind, soll mir das egal sein. Litauen ist ein Vasall von uns. Schau an, schau an, schau an. Müssen wir mal nachschauen, wie und wann wir die annektieren dürfen. Kriegsgründe haben wir gegen Litauen sowie Polen. Und wir haben die Mission, häuft Geld an. Ansonsten sind wir 969 in dem technologischen Stand, also diplomatisch müssen wir ein bisschen nachlegen. Westliche Technologiegruppe. 8,91 Einnahmen, interessant, durch Steuern 12, Produktion 6 und Handel 6, okay. Wir kriegen durch Liter und 1,79 Dukaten, ist ja Wahnsinn. Armeeunterhalt runtergeschraubt. Warum das? Flottenunterhalt komplett runtergeschraubt. Ja. Das ist etwas, wo ich sagen muss, warum? Da sind 12 Handelsschiffe im Einsatz und die arbeiten mit 75% weniger Einfluss. Ist doch schlecht. Ist doch schlecht. Wie sieht es mit dem Handelseinfluss aus? Wir
Wir sind hier bei 13%. Ja, okay. Und hier sind wir mit 44%. Puh. Schwierig. Jetzt warten wir mal, wenn die Schiffe hier oben wieder mit voller Effizienz arbeiten, wie es dann aussieht. Wenn wir hier oben 60% mindestens haben, leiten wir den Handel von hier unten nach dort oben ab, dass wir hier oben mehr zum Spielen haben. Ich denke, das dürfte eine gute Wahl sein. In Ordnung. Kredite haben wir keine. Inflation wächst nicht. Verlieren wir auch nicht. Schade, schade. 133 Grundsteuerwert insgesamt. Okay. Hier will ich ein bisschen raufgehen. Zumindest mal so diesen Wert, dass die Armee doch etwas mehr Moral hat, ist wichtig immerhin. Handel haben wir ja gerade neigeguckt. Okay, Technologie 10, fast 10. Hier sind wir der Zeit voraus. Nein, wir hinken eher hinterher. Schlecht. Gut, hier brauche ich gar nicht nachschauen. Ideen. Okay, wir bekommen einen Missionar mehr dazu. Interessant. Und wir erhalten 20% schnellere, also die Erholungsgeschwindigkeit ist um 20% erhöht, sowie die nationale Reserve 20%. Ist cool. Durch den Ritterorden Disziplin 10% mehr. Stabilitätsmodifikator ist geringer, Kernprovinzerstellung ist geringer, Festungsverteidigung kriegen wir dann dazu, Missionarsstärke kriegen wir dazu, nationale Garnisonswachstum. Aha! Das ist für die Festungen dann schon mal nicht schlecht, also die Festungen hier einzunehmen wird echt haarig. Zermürbung der Gegner, also da verlieren sie auch noch mehr Leute, wenn sie bei uns reinmarschieren, das ist sehr schön. Und nochmal Steuermodifikator. Ansonsten die Qualitätsideen und die diplomatische Ideen. Diplomaten mehr so wie schneller fingieren. Infanterie besser. Moralgeneration. Regeneration. Kavalleriekampffertigkeiten. Großkampfschiffe. Sind da welche dabei? Transportschiffe und Großkampfschiffe und 9 kleine Schiffe. Okay, Gotland. Dann behalte ich auf alle Fälle die Transportschiffe. Wir haben 317 Dukaten, wo wir anhäufen müssen. Bekommt dafür 10 Prestige. Okay. Nationaler Steuermodifikator geht leicht runter. Der Stabilitätsmodifikator ist dann also günstiger im Einkauf. Pausieren wir mal. Die deutsche Nation. Da brauchen wir sehr viele Sachen in unserem Besitz und natürlich dann auch die Kernprovinzen in der Regionen. Das bedeutet, wir werden hier natürlich versuchen, das ja auch zu machen im Laufe der Zeit. Aber wir müssen hier bis Nürnberg runter. Ach, guck mal an. Da ist die Maus ja schon fast richtig gelandet. Und Thüringen. Ja, Bamberg könnten wir fast überspringen, aber das nehmen wir natürlich ebenfalls mit. Ja, hier so diese Ecke rauf, ne? Das ist so ein bisschen blöde gemacht hier mit diesen... Man braucht ja nicht alle deutschen Städte, sondern einfach nur einen gewissen Anteil daran. Da kann man Deutschland schon gründen. Sollte machbar sein, reformiert euch zu Preußen. Können wir das eigentlich schon machen? Administrative Technologie, höher als 10. Brauchen wir also noch ein bisschen. Keine untergebene Nation, im Frieden, einer der folgenden Punkte bis zutreffen. Deutscher Orden ist reformiert oder protestantisch. Besitz von Ostpreußen positiv. Also reformieren müssten wir eigentlich nur noch. Da warten wir allerdings, bis wir die administrative Technologie Stufe 10 haben. Und dann steigt das Revoltenrisiko an, was natürlich eher schlecht ist. Wir erhalten die Kernprovinz Ostpreußen, Ermland, Danzig, Bebel, Kurland und Samogortien. Das da hier. Das bedeutet, da könnten wir dann die. Ja gut, Litauensee und sowas halt, von daher vollkommen Jacke wie Hose. Ja. Ja.
wir werden zur Feudalmonarchie und dann erhalten wir 10% nationale Reserve und Vasallen 10%. Ostpreußen wird dann zur neuen Hauptstadt. Wir erhalten neue Traditionen und Ambitionen. Ja, ja, das ist ja... Müssen wir dann einfach mal schauen, was wir dann da neu dazu bekommen. Dann hätte ich mir das andere jetzt ja hier durchaus speichern können. Diese Ambitionen. Ich glaube, die hier ändern sich. Bin mir jetzt gerade nicht so ganz zu 100% sicher. Okay. Wir haben eine geringe Kriegsmüdigkeit ist im absolut positiven Sinne. Zweier Stabilität, keine Überdehnung. Wir haben eine positive Revoltenrisiko, also bei minus 2. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier drüben Bauern. Warum haben wir hier drüben Bauern, die sich aufregen? Ist preußischer Kultur, ist auch katholisch, 0,3. Ja, also das geht ja eigentlich. Ja. Passt, passt, passt. Da brauchen wir keine Maßnahmen machen. So, Religionen. Die Toleranz zu dem wahren Glauben ist sehr hoch. Die Toleranz zu den anderen eher gering. Wir haben zu den Heretikern weniger Verständnis wie zu den Sunnitischen, also zu den Ungläubigen. Interessant. Interessant. Portugal ist Kontrolleur der Kurie. Den Papstübersicht gucken wir gleich drauf. Hundertprozentige religiöse Einheit. Katholisch. Ja klar, katholisch. Was denn sonst? Manchmal bin ich ja auch blöde, ne? Wir könnten... Wir verlieren 3 Stabilität. Ideenkosten gehen runter und wir kriegen mehr Steuergelder. Naja, schauen wir mal. So, Einheitenlimit, da sind wir jetzt natürlich mit 3000 Mann drüber. Schiffe sind wir direkt am Einheitenlimit. Okay. Okay. Interessant. Und Vasallen haben wir, ja, Litauen, logisch, Kolonialnation, hätte mich jetzt gewundert. Dann lassen wir die Zeit einfach mal ein bisschen weiterlaufen hier schon mal. Achso, wir können in einen Kardinal investieren, das hatten wir aber Moskau nicht. Und solange wir hier noch katholisch sind, nutzen wir das Ganze einfach mal. Hier oben die Kardinäle, die in der Kurie sind und wir müssen natürlich immer versuchen, die meisten Kardinäle dort oben zu haben. Portugal ist aktuell Kontrolleur der Kurie, deswegen wird der hier oben gelb angezeigt. Grün ist der unsrige. Hier unten haben wir schon einen mit 85 Stimmen. Gehört er uns, ist 50 Jahre alt. Und ja, hier oben sieht man den Papsteinfluss. Da bekommt man halt jährlich, also monatlich im eigentlichen Sinne, Punkte dazu. Jährlich bekommen wir jetzt aktuell gerade mal 12,68 dazu. Und maximal könnten wir 63,4 Papsteinfluss haben. Religiöse Einheit bringt hier halt am meisten rein, ne? Ja, ich würde sagen, wir investieren hier, weil Spanien mit 80 Punkten folgt. Hey, stimmt eigentlich die anderen Länder? Wie sieht's denn da aus? Ui. Ich würde sagen, England hat ein kleineres Problemchen mit Schottland. Interessant. Frankreich, ja, da drüben ist noch die Normandie, ist noch England. Oh, Burgund ist weg. Gehört alles Österreich. Oh, Österreich und Frankreich im Krieg. Ah, schauen Sie sich das mal einer an. Interessant. Ich wollte gerade sagen, vorhin stand auch da irgendwas von Spanien. Und, Aragon? Navarra? Was ist denn da passiert? Warum gehört das denen noch nicht? Die brauchen das doch, um Spanien zu gründen. Naja, da wird sich Aragorn ein bisschen was zurückgeholt haben. Also ich verlinke natürlich mal den Kanal von Steinwallen LP. Da kann man sich das alles natürlich mal schön anschauen. Hier unten sieht es noch normal aus. Das Osmanische Reich. Wer ist denn da dazwischen? Das Byzantinische Reich. Aha, okay.
Da sind auch noch ein paar, die sind hundertprozentig mit dem Osmanischen. Nee, noch nicht mal mit dem Osmanischen Reich im Krieg. Oman und Irak. Ah ja, okay. Ungarn ist relativ... Was ist relativ? Ist sehr groß. Mhm. Sind allerdings, glaube ich, östlich. Ja, dann bringt uns das nicht so viel. Wer will denn da durch? Braunschweig. Ja, kommt, geht durch. Ärgert mich nicht. Ukraine hat Probleme mit Rebellen. Ich will hier nur mal durchgucken, ob die noch alle schön östlich sind. Vor allem Russland sollte östlich sein. Großfürstentum. Aha. Feinde haben sie keine einzigen. Heieiei. Verbündet mit Schweden. Nee, halt. Verbündet mit... Mit Norwegen und Polen. Staatsehen mit Schweden, Dänemark, Norwegen und Polen. Naja. Die Bibel übersetzt. Ein Priester in Landsberg hat eine Bibel in unsere Sprache übersetzt und damit begonnen. In den Nachbarndörfern, in ganz Neumark Exemplare zu verteilen. Ketzerei, verbrennt den Priester mitsamt seinen Büchern. Großartige Neuigkeiten. Verteilt diese Bibel weit und breit. Kirchenstaat mag uns nicht. Litauen mag uns nicht. Pommern mag uns nicht. Brandenburg mag uns nicht. Polen mag uns nicht. Böhmen mag uns. Ja, Böhmen ist mini. Und da ist es dann umgekehrt. Die stehen wohl drauf, Leute in Flammen zu sehen. Na, wenn's denen gefällt, kann das nicht verkehrt sein. Böhmen. Verbündet mit England, Brandenburg, Braunschweig und Kleve. Interessant. Aber immerhin herzlich. England. Das Ende des religiösen Chaoses. Aha. Die Verbreitung des Protestanten. Ha, die steigende Säkularisierung der Päpste und ihre Betonung von Ritualen hat mich zu Bedenken in ganz Europa aufgebracht. Die Proklamierung neuer Ideen ist immer häufiger zu sehen und findet in ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten gefallen. Und sie würden... Da sie Würde und Respekt für Blach ist doch egal. Ja, wenn ich mal einen Lesebug habe, dann gewaltig, dann kann ich da machen, was ich möchte. Gelegentlich brachten Feindseligkeit zwischen rivalisierenden Militärschulen aus. So spät ist es doch noch gar nicht. Angriff ist immer die beste Option. Lasst sie zu uns kommen. Ja, Angriff ist natürlich immer die beste Option. Wir verlieren eine Stabilität, allerdings der Truppenmodifikator geht drauf und die Disziplin für 10 Jahre. Ja gut, für 10 Jahre 25% mehr Truppenlimit ist immer so verlockend, ne? Lass sie zu uns kommen. Was soll es? Litauen, du hast da ein klitzekleines Problemchen mit Rebellen, würde ich fast mal sagen. Schweden brach das Bündnis mit uns. Sowas aber auch. Warum das denn? 81 haben einen Kriegsgrund, ketzerische Religion. Ja und? Beziehungsaktionen. Ja, eine Beleidigung schicken, das wäre jetzt natürlich das Beste. Ich nerv. Ah, wir können sie nicht leiden. Schweden, verbessert mal die Beziehungen mit uns. Wenn nicht, ist mir das eigentlich auch total egal. Was sind denn das hier für welche? Nationalisten. Das ist ja eher schlecht, ne? Wenn wir jetzt da runtergehen, kommen die mit? Nein, die kommen da noch nicht mit. Kommt ihr jetzt mit? Dann kommen sie immer noch nicht. Dann schicken wir die noch mit rein. Dann sollte das ja da mit denen klar gehen, oder? Fluss Mali. Ist ja blöd. Ich hätte hier reingehen sollen, dann nach oben. Was kriegen die eigentlich auch fertig? Polen kommt mit dazu. Ist ja interessant. Ja, abberufen. Russland hat ein...
beziehungsweise Moskau. Das ist ja noch gar nicht Russland, das ist ja noch Moskau. Hat ein Embargo gegen uns verhängt. Ja, sowas aber auch. Dann geht ihr mal bitte nach Hause, ihr ebenso. Kann ich die eigentlich auch hier stationieren? Das sind 28, 19, 30. Ja, passt, komm. Ich wollte... Jesus, Maria und Josef, ist jetzt so ein bisschen die Zeit angebrochen, so. Wir erklären allen mal ein Embargo. Pfeifmehlending. So, wie sieht's hier oben aus? 58, ja. Ja. Okay. 57. Ja, lass mal so. Okay, was kann ich denn eigentlich für Gebäude bauen? Einzigartige. Das wäre natürlich schon mal nice. Die Botschaft. Und was haben wir noch? Die Mark. Manufakturen. Tempel. Sind schon einigermaßen gut gebaut worden. Ja. Dock interessiert mich nicht. Gut, das könnten wir jetzt natürlich noch überall bauen. Werkstatt und Marktplatz. Der Marktplatz. Oh, den Hofmeister ist ja auch schon gut gebaut worden. Was kam nochmal? Oh, da muss ich gleich mal nachschauen. Das Protestantische ist bei uns eingetroffen. Das ist sehr gut. Wenn jede Menge Länder rein protestantisch werden, soll mir das gerade recht sein? Das wollte ich nachschauen. Gericht. Das Gericht war natürlich danach dran. Ich verstehe. Handel wäre natürlich schon wichtig, aber wir müssen hier mal die diplomatischen Punkte aufbewahren, respektive wir brauchen hier natürlich eine Menge noch an administrativer Macht, um hier auf Stufe 10 kommen zu können. Mit Ungarn war erfolgreich. Wie geht's in Ungarn eigentlich? Ungarn kann uns sehr gut leiden. Okay. Können wir irgendwelche Leute vassalisieren? Wollen sie schon mal definitiv nicht. Eher negativ. Wir sind ja jetzt so ein blödes also von der Regierungsform her sind wir ziemlich blöde. Wir werden wahrscheinlich relativ wenig Staatsehen. Haben wir überhaupt irgendeine? Wir brauchen eigentlich gar keine Staatsehen, ne? Warum auch? Staatsehen fördern ja letzten Endes die Chance eines Nachkömmlings, aber wir werden ja sozusagen eher von der Kirche gefördert. Und ich sehe gerade, wir hätten ja doch schon wechseln können. Oder? Bin ich total blöd. Okay, jetzt bin ich total blöd. Aber das ist auch nichts. Staatsehen können wir gar keine machen. Dann können wir ja eigentlich gar keinen vassalisieren. Annektieren geht, weil wir haben ja die eh so oder so jetzt als Vasallen, ne? Aber ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich vassalisiere die. Wir müssen warten, bis wir Ostpreußen sind. Die Frage ist halt nur die, mit wem will ich mich noch verbünden? Wie sehr kann uns Österreich leiden? Geht einigermaßen. Also wir können zumindest Österreich schon mal einigermaßen leiden. Von daher werden wir die Beziehung mal mit Österreich verbessern. Ich will aber jetzt nicht hier die Powernation irgendwie als Verbündete haben. Das ist ja auch eher langweilig, zumal ich glaube, es ist eher schlecht, die Idee, mit Österreich direkt verbündet zu sein. Das wird hier mit Frankreich eher schlecht laufen. Boah. Also ich denke einfach mal, Frankreich wird so das... Wird heftig werden mit Frankreich. Oder gegen Frankreich. Wer ist denn eigentlich, hier... Das interessiert mich nicht gerade. Oh,
Die kaufen sich da unten gerade ein. Das ist natürlich eher schlecht. Wie ist... Spanien folgt uns zu sehr. Investieren wir hier nochmal. Ah, das da unten ist gerade schlecht. Ha, Salzburg, Ungarn. Kommt, holt euch mal den. Der ist 75, der kratzt eh bald ab. Wer von hier unten übrigens hier oben reingeht, ist Zufall, ne? Der da oben muss nicht mit 75 sterben. Der könnte auch 99 werden. Oh, Österreich ist auch schon mit 100. Interessant, okay, interessant. Ja, da muss man dann natürlich ein bisschen nachgucken. Böhmen. Verbesserte Beziehungen. Kann das sein, dass uns hier keiner leiden kann, so richtig geht? Anhalt. Ja, wir schauen einfach. Wobei es auf den ersten Blick ist, denke ich, Anhalt. Wir brauchen halt die Altmark, das weiß ich auf alle Fälle. Schlimmstenfalls müssen wir denen dann halt irgendwann den Krieg erklären. Mal ein Bündnis anbieten. Ich hätte halt schon irgendwo gerne noch ein paar Leute dazu. Ah, jetzt wo dann halt, oder da wo Schweden halt es gebrochen hat, wäre das schon eher wichtig. Dann würde ich sagen, verbessern wir die Beziehung mit denen auch gleich. Besser ist mal und... Jo. Achso, ich wollte ja da noch nachschauen. Wie sieht's denn aus? Protestantisch ist jetzt nur das da. Wenn wir das halt machen, verlieren wir halt einen Haufen Zeug, ne? Stabilität, ich kann mir das unter Stabilität ja gar nicht leisten. Was kostet uns jetzt die Stabilität? 137. Positiv, ja gut, das nächste ist natürlich klar, dass es plus 50 kostet. Religiöse Einheit, ja. Das Problem ist halt das, wenn man das, die Stabilität sollte man vorher auf plus 3 bringen. Weil man sieht ja den Reiter ganz unten, religiöse Einheit plus 2,7%, was das Ganze teurer macht. Wechsle ich jetzt meine Religionsform, ist natürlich das ganz große Problem da, dass man nur eine einzige Provinz hat, die protestantisch ist, inklusive die Hauptstadt. Die wird auch noch, also sind es eigentlich zwei Ländereien, die protestantisch sind. Und dann sind wir bei 99, trotz alledem immer noch so bei 90% teureren Kosten wegen der religiösen Einheit. Weil natürlich nur zwei Provinzen dann der Religion folgen, die wir wollen. Ja, das wird was Interessantes geben. Das wird was Interessantes geben. Wo die Reise hinführt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens genauso sehr darauf, wie ich es tue. Und wenn ihr Wünsche habt, was ich denn hier tun soll. Also, ich setze für mich mal nur das Ziel voraus, Deutschland mal zu gründen. Erstmal jetzt Preußen und dann schauen, das Heilige Römische Reich so weit einzunehmen, dass man Deutschland bekommt. Habt ihr irgendwelche speziellen Wünsche, was wir vielleicht mal machen sollten? Solange sie realisierbar sind, mache ich die gerne. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschalten würdet. In diesem Sinne, Baba!